PDFs bestimmen immer noch unseren Alltag am Computer. Egal, ob wir Artikel lesen möchten oder Formulare ausfüllen, oft ist hier ein PDF im Spiel. Windows bietet seit mehreren Jahren auch schon einen integrierten PDF-Drucker. So kann ich aus Webseiten zum Beispiel direkt ein PDF erstellen. Möchte ich etwas dokumentieren, dann ist oft PDF die richtige Form. Ich habe einen PDF-Drucker in Windows und kann aus jedem Programm heraus ein PDF erstellen und somit eine Sicherung einer Seite oder zum Beispiel von einem Bild erstellen. Das PDF-Format ist deshalb so beliebt, weil es im Prinzip von allen Endgeräten gelesen werden kann. In diesem Video hätte ich euch gerne das Ultra-PDF-Tool vorgestellt, das nichts kostet und alles kann. Ich spoilere schon mal ein bisschen das Ende, das gibt es nicht. Aber ich hoffe, ich kann euch trotzdem in diesem Video eine gute Lösung präsentieren. Los geht's nach dem Intro. Zugegeben, es gibt ein Programm, das wirklich fast alles kann, wenn es um PDFs geht. Und wenig überraschend ist das der Urvater, nämlich der Adobe Acrobat. Damit meine ich nicht den Acrobat Reader, den ihr auf jeder CD, DVD oder auf irgendeiner Diskette von irgendeiner Software findet. Ich habe auch schon Gerüchte gehört, dass man den mittlerweile im Internet runterladen kann, aber die zuverlässigste Quelle ist einfach immer noch die CD, wo das Handbuch draufgepackt ist und nebendran obligatorisch die Installationsdatei des Adobe Reader liegt. Ja, Spaß beiseite, was kann denn der Adobe Acrobat, was andere nicht können? Naja, im Prinzip alles, mit dem einzigen Nachteil, dass der extrem teuer ist. Deshalb wollte ich euch jetzt in diesem Video ein Programm vorstellen, das PDFs ebenso gut bearbeiten kann, aber dafür halt eben nichts kostet. Kandidaten dafür wären zum Beispiel PDF Forge gewesen oder PDF 24. Mir hat da aber immer die ein oder andere Funktion gefehlt und deshalb würde ich jetzt mal eine Liste aufstellen, was meiner Meinung nach so ein Programm alles können muss und danach präsentiere ich euch die Lösung, welches Programm bzw. welche Kombination aus kostenlosen Programmen hier eine gute Lösung darstellt. Also, Punkt Nummer 1, es muss kostenlos sein. Punkt Nummer 2 ist eine gut bedienbare grafische Oberfläche. Der nächste Punkt ist, es muss in der Lage sein, einzelne PDF-Seiten zu extrahieren, wobei ich den Punkt jetzt nicht überstrapazieren würde, denn das kann ich im Prinzip auch mit dem PDF-Drucker machen. Eine weitere wichtige Funktion ist das Drehen von Seiten. Gerade wenn ich gescannt habe, dann bin ich darauf angewiesen, dass ich Seiten auch mal drehen kann, die vielleicht falsch rum gescannt wurden. Zudem möchte ich Seiten löschen können. Auch hier sind wir wieder beim Thema Scannen, denn wenn ich zum Beispiel über einen Einzug eine weiße Seite gescannt habe, dann muss ich auch in der Lage sein, die wieder aus dem PDF zu entfernen. Eine weitere wichtige Funktion meiner Meinung nach ist das Zusammenfügen mehrerer PDF-Dateien in eine einzelne PDF-Datei. Eine weitere Funktion, die ich nicht vermissen möchte, ist das Konvertieren von Bildern oder halt anderen Dateien in eine PDF-Datei. Ja, das kann ich im Prinzip aus dem PDF-Drucker heraus machen, aber dann fehlen so ein paar Funktionen wie zum Beispiel das Zusammenfügen mehrerer Bilder in einer PDF-Datei. Oder vielleicht auch die Kombination von verschiedenen Dateiformaten, zum Beispiel einer PDF und einem Bild, wo am Ende dann nur eine PDF rauskommt. Jetzt kommt noch ein weiterer wichtiger Punkt, und zwar das Hinzufügen von Text in ein PDF. Jetzt gibt es ja das PDF-Formular, das sieht ja schon Textfelder vor und damit kann ich dann in der Regel auch mit jedem PDF-Editor oder naja, sagen wir mal PDF-Viewer auch tatsächlich Text eintragen. Nun gibt es aber unzählige Formulare, die aussehen wie ein Formular, aber keine Formularfelder beinhalten, weil sie zum Beispiel einfach nur ein Scan sind. Um das zu umgehen, brauche ich jetzt also ein PDF-Programm, das in der Lage ist, hier einfach Freitext irgendwo einzufügen. Und wenn ich jetzt noch meine Unterschrift unter ein PDF oder unter eben so ein Formular setzen möchte, dann benötige ich auch noch die Möglichkeit, Bilddateien einzufügen. Zum Beispiel das gescannte Bild meiner Unterschrift. Und jetzt kommt einer der wichtigsten Punkte für mich und ich möchte euch auch erklären, warum der für mich wichtig ist. Texterkennung bei Scans ist mein letzter Punkt und vielleicht auch der wichtigste Punkt oder zumindest einer der wichtigsten. Texterkennung läuft unter der Abkürzung OCR für Optical Character Recognition und beschreibt im Prinzip die Möglichkeit, aus einem Bild Text zu erkennen.
Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Scan auf meinem PC anfertige, also mit meinem Scanner, Drucker, Kombi, sonst was, dann habe ich streng genommen eigentlich erstmal nur ein Bild gescannt. Und das wird mir dann als PDF präsentiert. In diesem Dokument befindet sich aber Text und den kann ich überhaupt nicht markieren, kopieren oder ähnliches. Und das kann ich erst tun, wenn das ganze Dokument durch eine Texterkennung durchgelaufen ist. Ist das geschehen, habe ich die Möglichkeit, Text zu markieren und rauszukopieren. Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, warum soll das jetzt so wichtig sein? Naja, da müssen wir mal über die Suchfunktion in Betriebssystemen und im Speziellen über die Windows-Suche sprechen. Die ist in der Lage, in Dateien zu suchen. Das heißt, wenn ich ein Word-Dokument habe, kann ich mit der Suche auch Dateien finden, in denen ein bestimmtes Wort im Text und eben nicht nur im Dateinamen vorkommt. Habe ich nun also auch ein PDF, das Text enthält und das tut es spätestens dann, wenn Text erkannt wurde, dann kann ich auch in diesen Dokumenten suchen. Praktisches Anwendungsbeispiel: Ich habe eine Rechnung von meinem Lieblingselektronikversender bekommen und die aber nur als Papierform vorliegen. Ich scanne jetzt also die Rechnung und lege die irgendwo ab. Jetzt habe ich da vielleicht einen blöden Dateinamen gegeben und jetzt finde ich die nicht mehr. Wenn ich aber vorher eine Texterkennung über das Dokument habe laufen lassen, dann bin ich jetzt in der komfortablen Situation, nach bestimmten Begriffen, die in dieser Datei vorkommen, suchen zu können. Zum Beispiel der Name des Versenders, der Name des bestellten Produkts oder direkt der Rechnungsnummer. Dann kommen wir jetzt langsam mal zur Auflösung. Welches Programm kann denn das alles erfüllen? Die schlechte Nachricht: Ich habe keins gefunden, das kostenlos ist und alles erfüllt. Wenn du einen Tipp hast und ein Programm hast, schreib es mir bitte mal in die Kommentare. Vielleicht habe ich auch irgendwas übersehen. Trotzdem habe ich natürlich eine Empfehlung. Das Programm, das sehr viel mit PDFs machen kann, ist PDF24. Hier ist dann zum Beispiel auch eine Texterkennung zu finden. Das Programm kann dann wiederum aber keine Bilder oder keinen Text in Dateien einfügen. Dazu brauche ich ein anderes Programm. Das kann zum Beispiel der Foxit Reader. Und das wäre jetzt auch genau meine empfohlene Kombination. Einmal den kostenlosen Foxit Reader, wenn ich irgendwie Formulare editieren möchte oder Bilder in Dateien einfügen will. Und wer weitere Bearbeitungsoptionen braucht, zum Beispiel mehrere PDF in ein PDF zusammenzufügen, dann wäre wahrscheinlich PDF24 die Waffe der Wahl. Hier gibt es eine Online- und eine Offline-Version. Ich beziehe mich jetzt hier auf die Offline-Version. Schlicht und ergreifend deshalb, weil ich nicht in alle möglichen Online-Tools wichtige Dateien von mir durchjagen möchte. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr diesen Kanal unterstützt mit einem Abo, einem Daumen nach oben oder einen Blick in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Amazon Affiliate-Link.